Wir hatten heute die vierte von fünf Regionalkonferenzen, auf der sich unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl der Partei vorgestellt haben. Es kann natürlich nur einen Kandidaten im Wahlkreis geben, aber wir haben sechs Bewerber und da ist es natürlich wichtig, die vorab kennenzulernen. Die tingeln jetzt also durch unseren Wahlkreis, haben in Bostedt schon eine Veranstaltung gemacht und zwei im Kreis Plön und heute war Neumünster dran. Sie haben sich also den Fragen der Mitglieder gestellt, haben sich selber auch mal ein bisschen präsentieren können und ihre Themen. Und das ist ganz wichtig. Wenn man die Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen sieht, ist man schockiert. Ich freue mich, dass wir hier sechs tolle Kandidatinnen und Kandidaten haben, die gerne in den Bundestag möchten und dass wir eine so breite Auswahl an guten Kandidaten haben, die sich hier heute vorgestellt haben. Seit vielen Jahren schaffen wir es nicht, den Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl zu vermitteln, dass sie hier sicher leben können. Ein Gefühl der Angst, wie sie oft beschrieben ist und wird, ist da und nicht von der Hand zu weisen. Wir müssen die Lage ernst nehmen und in den Bau neuer Wohnheime investieren und nicht mehr Flüchtlingsheime bauen. Es ist bedauerlich, dass junge Menschen sich für ein Leben außerhalb Deutschlands entscheiden oder Firmen und Konzerne sich gerne im Ausland niederlassen, statt in Deutschland zu bleiben. Wir müssen lernen, wieder stolz auf unser Land sein. Wir müssen unbedingt das Vertrauen der Menschen in die Politik zurückgewinnen. Dazu gehört allen voran Einigkeit und Geschlossenheit in der Partei, auch in unserem Wahlkreis. Ich werde das meinerseits Mögliche dazu tun. Ich bin jemand, der zuhört, Menschen ernst nimmt und sich kümmert. Ich suche das Gespräch mit den Bürgern, der Wirtschaft und ich werde im Wahlkreis präsent sein. Lassen Sie mich in der kürzeren Zeit auf ein paar dringende politische Themen eingehen. In der Migrationspolitik darf es kein Weiter-so geben. Wir hatten nämlich 2015 eine Migrationswelle und ich bin an erster Stelle gefragt worden, ob ich die jungen unbegleiteten Flüchtlinge untersuchen werde. Die erste Untersuchung, das habe ich natürlich gerne unternommen, weil es ja auch für mich dann immer zeigte, ja, am Puls der Zeit zu bleiben. Das ist ja immer das Besondere. Als Arzt bin ich immer direkt bei den Menschen. Ich lasse mir Gehaltsabrechnungen, Hartz-IV-Abrechnungen, Bürgergeldabrechnungen und sowas auch hin und wieder zeigen, damit man das ganze System wirklich in allen Facetten und Nuancen begreift. Dies zeigt immer wieder, dass die Tradition und Innovation Hand in Hand funktionieren können. Und genau dafür möchte ich mich auch politisch einsetzen, Bewährtes erhalten und Neues gestalten. Die Erfahrungen, die ich als Unternehmer und Landwirt täglich machen darf, prägen meinen Blick auf die Politik. Ich weiß, was es bedeutet, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen, für die Mitarbeiter, für den Betrieb und mit welchen bürokratischen Herausforderungen wir täglich zu tun haben. Ich bin auch froh darüber, dass jetzt die Kanzlerfrage in der CDU geklärt ist, dass wir ein Jahr Vorlaufzeit haben in der Kanzlerfrage und dass die Situation nicht die gleiche ist wie 21. Und dass das Hauptthema Wirtschaft ist. Denn ich komme aus dem Sport, da bin ich Profi, aber auch durch meine Ausbildung, durch mein tägliches Handeln in der Wirtschaft kenne ich mich gut aus. Und diese Erfahrung möchte ich gerne einbringen. Wirtschaft braucht aber Planungssicherheit. Wirtschaft braucht weniger Bürokratie. Was aber ganz wichtig ist in der Wirtschaft, und das betrifft Neumünster auch wieder mit der Lage, mit der Anbindung an der Autobahn, und wir haben gerade im Kreis darüber gesprochen, Kreis Plön, Aktivregion Kiel, Neumünster. Neumünster hat 54% seiner sozialversicherungspflichtigen Angestellten in Gewerbe- und Industriegebieten. Das heißt, ist sehr abhängig von Gewerbe und Industrie.